wird es spannend. Das ist immer gut, wenn man selber ein bisschen gespannt ist. Das gibt so ein Kribbeln. Ja, heute ist natürlich nicht eine normale Situation, wie wir es sonst gewohnt sind, sondern es ist eben für einen Spot. Ich werde da so reinkommen und das Kind überraschen. Es weiß nicht, dass ich kommen werde und da müssen wir schauen, wie das Kind reagieren wird. Die Idee funktioniert folgendermaßen: Wir lassen Kinder von ihren Krankheiten, ihren Schmerzen und ihren Ängsten erzählen. Acht Jahre ungefähr krank. Wenn ich huste, tut es weh im Herzen. Und plötzlich passiert etwas ganz Unerwartetes. Ein Theodora-Clown überrascht die kleinen Patienten und ihre Reaktion zeigt, was das Engagement der Hesana auslöst. Und zwar echt und aus der Perspektive, wo sie nur Clowns sehen. Das Ganze, was wir hier gemacht haben, ist natürlich nicht scripted. Wir haben mit richtigen Kindern geschafft. Man muss kein Kind haben, um sich vorzustellen, was ein Horror ein kranke Kind bedeutet. Für Eltern, für Angehörige, für die Kinder selbst, logischerweise. Die Art, wie die Kinder das ertragen, ist extrem berührend für mich. Und ich werde halb so tough sein, wie die Kinder, die ich heute gesehen habe. Arbeit im Spital. Es geht gar nicht immer nur darum, dass das Kind mega lacht. Es geht mehr darum, dass das Kind einen Moment abgelenkt ist vom Spitalalltag und einmal seine Krankheit und seine Behandlungen vergessen kann. Und einen Moment mit jemandem teilen, der eben den Fokus nicht auf die Krankheit hat. Das ganze Outfit ist eigentlich da, damit die Türe möglichst schnell aufgeht. Und jetzt mal schauen. Funktionieren tut sie schon mal. Sie vergessen ihren Alltag, sie vergessen das Drumherum, das Spital einfach mal. Sie sind einfach frei und glücklich. Theodora bedeutet für mich eigentlich das Kinderlachen. Ich finde es super, dass die Stiftung ins Spitäler kommt, also dass die Clowns kommen, weil ich denke, das hat ihr extrem geholfen. Also ich weiss ehrlich gesagt wirklich nicht, wie wir es jetzt machen würden mit Infusionen stecken, ohne. Wir haben viel probiert vorher. Wir wollen, dass jeder Schweizer und jede Schweizerin am Ende des Tages genauso begeistert ist von dem Engagement wie wir. Dass die Leute verstehen, wie wichtig die Arbeit ist, die die Stiftung Theodora mit ihren Artisten Tag für Tag in allen Spitälern der Schweiz leistet. Es bringt so ein bisschen Licht in den manchmal grauen Alltag. Aber manchmal vielleicht fast mehr für die Eltern als für die Kinder. Die Entscheidung von Elsana, Nationalpartner der Stiftung Theodora zu werden, hat uns alle sehr berührt. Diese Unterstützung hilft uns, jährlich rund 100.000 einzelne Kinderbesuche realisieren zu können. Ich persönlich finde es sehr schön, mit Elsana so fein und poetisch über die Aktivität der Stiftung berichtet. Weil das hilft uns natürlich, uns bekannter zu machen in der Schweizer Bevölkerung. Und das ist uns sehr wichtig.